Während es für Sachsen-Anhalt trotz der Landtagswahlen in 11 Tagen noch immer keine neuen Umfrageergebnisse gibt, sieht das für Sachsen ganz anders aus, obwohl dort erst im Jahr 2024 die nächste reguläre Landtagswahl stattfinden wird. Dieses jüngste Umfrageergebnis, was da gestern reingekommen ist, das hat schon wieder die eine oder andere hohe Welle geschlagen. Und deswegen sollten wir uns in diesem Video dieses Umfrageergebnis auch genauer anschauen. Und zwar geht es um das Ergebnis von INSA, eben vom gestrigen Dienstag, vom 25. Mai. Und mit diesem wollen wir uns in diesem Video genauer auseinandersetzen. Es ist ja tatsächlich noch nicht so lange her, als ich mal ein Video zu Sachsen gemacht habe. Da hatten wir da auf dieses Silvey-Ergebnis geschaut. Das hat ja auch hohe Wellen geschlagen. Und ja, bei INSA ist es jetzt ähnlich, denn auch dort führt die AfD vor der CDU. Und zwar sind das 2 Prozentpunkte Unterschied. Also, die AfD befindet sich dort in der Spitzenposition. Mit 26% ist sie etwas schwächer als bei der letzten Landtagswahl, aber sie liegt aktuell vorne. Und die CDU, das kann man hier ganz gut sehen, wenn man mal das Ergebnis von INSA vom 4. Januar anschaut, die ist auch in Sachsen deutlich nach unten gefallen. Von 34% noch Anfang Januar sind ja jetzt nur noch 24% übrig. 10 Prozentpunkte ging es also nach unten. Und so kommt es also, dass die CDU auch bei INSA nicht mehr in der Spitzenposition liegt, sondern nur noch auf Rang 2. Und mit diesen 24% würde man das Ergebnis von 2019 auch deutlich unterbieten. Hinter AfD und CDU sieht man aktuell so etwas wie einen Dreikampf um den dritten Rang. Momentan vorne bei INSA liegen die Grünen mit 13%. Das ist eine klare Steigerung im Vergleich zum Ergebnis von 2019. Die FDP kommt mit 12% aktuell auf den vierten Rang und würde den Einzug in den Landtag mit einem sehr starken Ergebnis schaffen. Die 5%-Hürde ist durch die Krise der CDU aktuell für die FDP kein Problem mehr in Sachsen. Wir sehen es ja hier bei INSA, waren es im Januar noch 5%. Da hätte man mal spekulieren können, dass es für die Liberalen nicht reichen könnte. Aber mit den 12% liegen die Liberalen hier in Sachsen auch deutlich über dieser 5%-Hürde, die es ja zu überschreiten gilt. Und insofern würden sie Stand jetzt den Einzug in den Landtag sehr klar und souverän schaffen. Die Linke, die kommt auf 11%, die liegt so in etwa auf dem Niveau von der letzten Landtagswahl. Und ebenfalls im Parlament vertreten wäre auch noch die SPD. Allerdings mit diesen 6% bei INSA muss man tatsächlich auch mal den Fall nachher durchspielen, was wäre, wenn die Sozialdemokraten es nicht in den Landtag schaffen würden. Die sonstigen Parteien kommen hier zusammen auf 8%. Welche Parteien da wie stark sind, das ist nicht bekannt. Die Freien Wähler hatten allerdings bei der letzten Landtagswahl bereits 3,4% gehabt, also durchaus denkbar, dass die Freien Wähler jetzt sogar noch stärker sind und hier noch zu den sonstigen gehören. Deswegen werden wir nachher auch mal schauen, was wäre, wenn die Freien Wähler 5% hätten und es in den Landtag schaffen würden. Schauen wir jetzt mal auf die Gewinne und die Verluste im Vergleich zur letzten Landtagswahl und da sehen wir mal etwas anderes als sonst. Sonst ist es ja in letzter Zeit immer so gewesen, dass der Gewinnbalken bei den Grünen am größten ist. Stand jetzt ist der Gewinnbalken bei der FDP für Sachsen noch größer. 7,5 Prozentpunkte sind es mehr als bei der letzten Landtagswahl und ihr habt es ja eben gesehen, die Liberalen, die profitieren sehr stark davon, dass die CDU aktuell in einer Krise ist und schwächelt. Die CDU liegt ja auch hier ganz klar im negativen Bereich, hat den größten Balken im negativen Bereich mit minus 8,1 Prozentpunkten. Und ja, die CDU würde also, wenn jetzt in Sachsen gewählt werden würde, zumindest vom Endergebnis her auf einen katastrophalen Wert zusteuern. So viel mal zu CDU und FDP. Bei den Gewinnen haben wir nichtsdestotrotz die Grünen auch hier. Die Grünen legen ja flächendeckend in Bezug auf die vorhergehenden Landtagswahlen ja eigentlich deutlich zu. Und im Falle von Sachsen ist das hier auch der Fall. 4,4 Prozentpunkte geht es hier also nach oben im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Und so kommt es eben, dass die Grünen Stand jetzt bei INSA auf dem dritten Rang liegen. Knapp vor der FDP, aber sie liegen eben auf dem dritten Rang. Bei den Gewinnern haben wir hier zwar noch die Linke mit plus 0,6 Prozentpunkte, aber wir können eigentlich sagen, da wird das Niveau der letzten Landtagswahl mehr oder weniger gehalten. Ja, neben der CDU haben wir bei den Verlierern etwa drei gleich große Balken, die SPD minus 1,7 Prozentpunkte, die AfD minus 1,5 Prozentpunkte und die sonstigen insgesamt minus 1,2 Prozentpunkte. Aber diese Verluste, die erscheinen ja ziemlich gering, wenn man eben schaut, wie groß sind eben die Verluste bei der CDU, die ja auch aktuell den Ministerpräsidenten in Sachsen stellt. So, apropos den Ministerpräsidenten stellen, schauen wir mal, was das INSA-Ergebnis denn aktuell im Hinblick auf die Sitzverteilung und die Koalitionsoptionen bedeuten würde, wenn er jetzt gewählt werden würde. 120 Sitze gibt es regulär in Sachsen. Aktuell sind es 119. Das liegt daran, dass die AfD diesen einen Sitz nicht auffüllen durfte, besetzen durfte, der ihr eigentlich zugestanden hatte, aufgrund
der Sache mit der Wahlliste, da gab es ja diese Kontroverse, wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, ist jetzt an dieser Stelle nicht mehr so wichtig, aber es sei an dieser Stelle gesagt, es sind eben momentan nur 119 Parlamentarier in Sachsen im Landtag. Normalerweise sind es 120 regulär, 61 braucht man für die absolute Mehrheit. Und ja, wenn wir die Sitze jetzt entsprechend aufteilen nach dem D'Hondtschen Verfahren, dann kriegt die Linke 14, die SPD 7, die Grünen kriegen 17, die FDP 15, die CDU 31 und die AfD 34. Übrig bleiben an dieser Stelle zwei Sitze, die können nämlich aufgrund des Wahlverfahrens, aufgrund dieser ja, Werte, die wir ja hier haben, die sind ja nicht mit vielen Nachkommastellen versehen, deswegen können eben diese zwei Sitze, die noch übrig sind, nicht richtig zugeteilt werden. Diese zwei Sitze würden dann aber unter den Parteien SPD, Grüne und CDU aufgeteilt werden. Also zwei von den Parteien würden dann noch einen Sitz bekommen, aber da eben aufgrund des mathematischen Verfahrens hier dreimal der gleiche Rest quasi steht, kann man ja nicht einfach willkürlich jetzt zwei Parteien aussuchen und ihnen diese Sitze geben und eine leer ausgehen lassen. Also deswegen werden hier nur 118 fix verteilt und zwei bleiben unklar. Das bedeutet eben auch, dass hier für gewisse Koalitionsoptionen aktuell nur Wertebereiche von mir angegeben werden können. Die einzige Ausnahme ist die aktuelle Regierungskoalition, das ist die sogenannte Kenia-Koalition, denn diese beiden Sitze werden ja unter SPD, Grüne und CDU aufgeteilt und da ist es egal, welche zwei Parteien jeweils noch einen Sitz bekommen würden. Diese Sitze sind ja auf jeden Fall in dieser Koalitionsoption noch vertreten. Ja, ihr seht es ja hier, grau markiert, das ist die aktuelle Regierungskoalition, die kommt aber nach dem Ergebnis von INSA gar nicht mehr auf eine absolute Mehrheit. Und zwar sind das 57 Mandate, die diese Regierungskoalition hier hat, und damit fehlen ihr vier Sitze für die absolute Mehrheit. Das heißt, aktuell müsste eine andere Regierungskoalition gebildet werden, aber die gibt es auch, die realistisch ist, nämlich die sogenannte Jamaika-Koalition. Man müsste also die SPD austauschen mit der doch ziemlich erstarkten FDP und dann hat man hier, je nachdem, wie die zwei Sitze eben dann zugeteilt werden würden, 64 bis 65 Mandate und das ist dann doch eine klare absolute Mehrheit. Also da würde es aktuell auf jeden Fall auch reichen für diese Koalitionsoption. Ja, ich hatte aber auch gesagt, wir müssen auch auf jeden Fall mal schauen, was wäre, wenn die SPD es doch nicht in den Landtag schaffen würde. Dann ist es so, dass natürlich alle SPD-Koalitionen rausfliegen. Demzufolge kann die aktuelle Regierungskoalition auch unter keinen Umständen fortgeführt werden. Denn ohne SPD gibt es ja auch keine Kenia-Koalition. Was aber das Ausscheiden der SPD eben als Ergebnis bringen würde, ist, dass die Jamaika-Koalition über eine größere absolute Mehrheit verfügt, beziehungsweise verfügen würde. Ich hatte dann aber auch noch gesagt, wir sollten auch mal den Fall durchspielen oder wir können ihn mal durchspielen, was wäre, wenn eben die Freien Wähler oder eben eine andere Partei es mit 5% in den Landtag schaffen würde. Und wir nehmen mal den Fall an, die SPD schafft es auch in den Landtag. Dann hat man sieben Parteien im Landtag und dann wird es für die Jamaika-Koalition durchaus eng. Das sind nämlich genau 61 Mandate aktuell. Es reicht also für die absolute Mehrheit, aber es ist die denkbar knappste absolute Mehrheit. Unter Umständen müsste man also hier auf ein Viererbündnis übergehen, zum Beispiel indem man die SPD mit hinzuziehen würde. Dann käme man auf eine absolute Mehrheit oder die Freien Wähler böten sich an, wenn sie es denn wollten. Ansonsten, man könnte ja den Fall noch durchspielen, SPD raus, Freie Wähler rein. Dann wäre es aber so, dass für das Jamaika-Bündnis es natürlich reichen würde, denn eine Partei weniger bedeutet also auch, dass hier die Sitzzahl nach oben gehen würde. Das mal nur dazu. Halten wir damit abschließend fest, wir gehen ja hier von diesem Ergebnis eben aus. Dann kann man ganz klar sagen, für die aktuelle Regierungskoalition reicht es zwar nicht und die CDU muss aktuell mit deutlichen Verlusten rechnen, aber die CDU wird, selbst wenn jetzt gewählt werden würde, auch weiterhin den Ministerpräsidenten stellen können. Man müsste halt die Koalition ein bisschen umbauen, eben SPD raus, FDP rein. Dann würde es aber für Michael Kretschmer, der ja der amtierende Ministerpräsident von Sachsen ist, nach wie vor reichen. Und damit bin ich jetzt auch am Ende von diesem Video angelangt.